Voller Emotionen geht's gleich weiter in die nächste Ausgabe zu Flatter 2. Wir haben uns kurz vor Ziel danach den Platz wegschnappen lassen. 19 Slams ausgeteilt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Platz 3, 4 Punkte hinter Martinez. Ah, es sind ja auch noch zwei Rennen. Guter Drehzahlbereich. Aber nicht so gut wie Sally Taylor gestartet. Sehe nix. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Beziehungsweise erster Gang. Oh, hier steht doch wer? Der Frank. Ordentlich abgeräumt. Oh, Jack Benton. Der wollte wohl nicht. Ich hab ne. Au. Hat mir die Heckscheibe rausgeschlagen. Die offene Rechnung habe ich immer noch im Hinterkopf. Denk ja nicht, dass ich die vergessen habe. Benton. Martinez bleibt einfach mal stehen. Ich darf auf Platz 1 vorfahren. Vorne sieht es schon wieder aus. Ah, diese blöde Turbine aber auch jedes Mal. Naja, Rundenrekord. Oh, komme ich auch weit ab.240 schafft das Ding auch noch locker. 250 auch. Oh, da habe ich zu viel aufs Tacho geschaut. Und das gibt Nitro. Nitro voll. Nein, nicht ganz. Wo häng ich denn hier jetzt? Seh nix. Boah, jetzt habe ich die Kugel doch mal mitgenommen. Au. So, genug hier. Jetzt heißt es wieder vorfahren. Kenn ich doch. Ray Carter ist fast hinüber. Und mal wieder Martinez. Die führt doch schon, das kann ich ihr nicht durchgehen lassen. Ich fahre wieder außen lang. Natürlich um die. Ne? Nee, doch nicht. Die Turbine habe ich liegen lassen. In dem Fall nicht links liegen lassen, sondern eher rechts. Diesmal nicht zu sehr auf den Tacho starren. 250 habe ich trotzdem überschritten. Da musste ich dann doch wieder hingucken. Au! Oh, dass es den Fahrer hier, also mich, im Wagen gehalten hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Rücklicht wieder, wie das aussieht hinten. Alles weg, ab und kaputt. Aber das Rücklicht steht noch sein Mann und blinkt. Beziehungsweise leuchtet. So, hier ist auf jeden Fall die Prämisse, vor Martinez ins Ziel zu kommen. Dann steht nämlich schon das letzte Rennen an. Nitro auch noch rein. Gut geparkt hier in der Ecke, wird mich aber keiner erwischen. Schnellste Runde mit Abstand. Sechshundert. Okay. Zwei Punkte noch. So, weiter Verbesserung. Motor hatte ich soweit fertig, aber ich gucke lieber nochmal nach, ehe ich hier noch was offen stehen lasse. Schaltung genau 10.000. Das ist ordentlich Holz. Aber ich hab's ja. Aufhängung, jetzt sollten wir alles haben. Reifen habe ich auf jeden Fall schon und Chassis auch. Gut. Sauber. Den Wagen wieder gemaxt und damit geht's ins nächste Rennen, ins Finale halt. 4 Punkte Abstand zu Walker. Nee, hat er auf Martinez, nicht auf mich.
Ich habe zwei Rückstand. 26, 24, 22. Fünf Runden sind's gleich. Okay, haben wir einen Slam verteilt. Den nächsten. Ich bin einfach gar nichts. Ich nehme. Boah, Martinez ist fast hin. Genial. Die wird das nicht überleben. Keine fünf Runden. Nicht nach der Aktion jetzt. Dann muss ich noch auf Jack benden. Ja, rausgecrashed. Rausgecrashed natürlich. Jason Walker dann noch im Visier haben. Martinez jetzt auf Platz 3. Na, warte ich doch mal. Diese fast hin, das will ich mir nicht nehmen lassen. Oh, jetzt ist die hängen geblieben. Martinez ist hinüber. Damit hat sich für die Gesamtwertung fast schon erledigt. Wenn ich jetzt noch hängen bleibe, beziehungsweise zeitnah geschrottet wäre, dann wäre sie natürlich noch vor mir. Dann kommt es auf Walker an, aber das sind wieder zu viele Szenarien, die wahrscheinlich gar nicht eintreten werden. Vorne rumfahren will ich mir aber auch nicht nach diesem tollen Start. Hier steht sie. Das Elend in einer Rechtskurve. Warte ich jetzt mal. Ah, spring noch ein Stück. So. Och, der fährt ja auch ganz schön zaghaft hier. Ahnt wo, was ich vorhabe. Wieder warten. Fahr ich doch mal hier lang. Hat man diesen Let's Play noch gar nicht. Ist doof hier die Strecke, weil dann. Nee, die Strecke. Der Abschnitt, weil dann komme ich hier so blöd in die Rechtskurve rein. Da bleibe ich dann doch wieder links. Ich weiß schon, warum ich an gewissen Stellen wo lang fahre. Ich stehe jetzt mitten auf der Strecke. Springen. Nitro ist wieder voll. Oh, da brennt. Brennt schon. Benden brennt schon. Nee, da qualmt schon. Wieder wogegen schieben. Na, gut abgezogen. Leute, ich warte, bis ihr nach vorne kommt. Rundenrekord trotz Schleichmodus zwischenzeitlich. Martinez ist in der Zwischenzeit von links nach rechts gewandert. Silly Taylor ist hinüber und mich hat's rausgehauen. Oh. Walker ist vorne. Entschuldigung, Ben. Na, ich muss vor. Da gibt's was zu tun für mich. Na, vorbeifahren. Ziemlich unspektakulär. Ab ins Ziel. Den Cup gewonnen. Sehr zufrieden. 2900. Bester Schrotter und Martinez hat den Platz auch an Jason Walker verloren. 5000. Oh, und nächstes Event. In Abenddämmerung kurz vor Nacht. Wird das nächste Derby gemacht. Tree Loop Spezial. Special. Ray Carter habe ich mir gleich mal geschnappt. Hey. Und Sprung. Hier heißt es eigentlich immer so weit wie innen, so weit innen wie möglich bleiben, denn hier außen in diesem Schmand kommt man schlecht voran. Oh, gar nicht gesehen. Da waren zwar Rauchschwaden, aber die Rücklichter waren aus. Da hat man ihn nicht gesehen. Gut getarnt. Jetzt kriegt Martinez wieder einen ab. Steht sie vor mir.
Aber ich weiß nicht, wohin damit. Die guckt sich die ganze Zeit meine Motorhaube an und ich ihre. Hier vorne kommt was. So, geschrottet. Im zweiten Rennen nacheinander ist Martinez nicht ins Ziel gekommen. Nur zu lenken, wenn man sich auch hier schön anlehnen kann. Er fliegt hier rum. Jackson. Ach, schon die letzte Runde. Ach, das ging aber schnell. Keine 90 Sekunden. Na doch, drüber, aber ach, sehr flott. 5300 und 2000 für den Schrotter. Bester Schrotter natürlich. Ab in den nächsten Cup. Und wieder eine neue Strecke. Wir sind jetzt schon über die Hälfte des Gesamtspiels, also der gesamten Karriere hinaus, und es gibt immer noch neue Dinge hier freizuschalten, also nicht bloß neue Wagen, sondern auch neue Strecken, die man so noch nicht kennt, die jetzt erstmalig vorkommen. Abwechslung ist hier geboten und die türmen sich hier alle. Geht's aber ordentlich rund. Ich fahr mal voraus. Etwas für die Bulldozer-Wertung tun. Hier, das Gerüst nehmen wir mit, die Treppe. Gerüst war es nicht. So einsam aber auch hier vorne unterwegs. Oh, jetzt habe ich so ein Leuchtschild mitgenommen. Frisch von der Baustelle gezapft. Weg damit. Ey. Vielleicht mein neuer Freund, ein treuer Begleiter. Fragt sich nur, wie lange. Tja, kaum sage ich, ist er schon verschwunden. Mit der Treue hat er es so nicht gehabt. Schade drum. Hätte aber was aus uns werden können. Boah, mit 260 durch die Häuser hier. Na, die anderen kommen auch schon an. Der Wagen ist aber auch extrem flott. Allerdings ist das auch vonnöten, denn die halten ordentlich Schritt hier, die anderen Kollegen. Na, fahre ich mich hier wieder fest. So geht das doch nicht. Abwägen. Kommt Benton an. Oh. Der raucht ja schon ordentlich. Hm. So, jetzt habe ich ihn. Schon beim Pfosten geblieben. Ah, die Rechnung war das noch nicht, Benton. Ich habe dich zwar geschrottet. Jetzt hau doch mal ab hier. Sag mal. Oh. Sachen gibt's. Die Rechnung habe ich damit noch nicht beglichen. Ich habe dich ja bloß geschrottet, Benton. Also sei auf mehr gefasst. Oh, Treppe und Hecke. Was, nur zwei Runden hier? Okay. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Hm. Hier vorne warten sie auf mich. Allerdings warten sie nicht lang genug. Naja. Platz 4 von 8, Benton ist raus.
Was hat es dafür gegeben? 1100 neben den 2000 für Schrotten. Und im ersten Rennen 5 Punkte mitgenommen. Das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, keep crashing!